Pünktlich zum ersten Heimspiel dieses Jahres sind die Spreefüchse wieder auf Erfolgskurs. Nach 4 Niederlagen in Folge schlugen sie die Red Sparrows der HSG Freiburg eindeutig mit 28:18. Ja, nach einer kleinen Durchstrecke, die wir hatten die letzten Spiele, konnten wir heute das, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umsetzen. Mit den Red Sparrows waren am Samstag die Ligameister der 3. Liga Süd und somit Aufsteiger zu Gast im Fuchsbau. Für die Spreefüchse galt es, die Gäste nicht zu unterschätzen, denn erst vor wenigen Wochen schlugen diese den Tabellenvierten HC Rödertal. Die Spreefüchse waren heute aber von Beginn an voll dabei. Mit einer stabilen Defensive und schnellem Umschaltspiel gingen die Berlinerinnen auch direkt in Führung. In den ersten 10 Minuten blieben die Red Sparrows ihnen zwar noch auf den Fersen, im Verlauf der ersten Halbzeit zogen die Spreefüchse dann aber bereits weg. Und das lag zu großen Teilen auch an Torfrau Chantal Pagel. Sie parierte Ball nach Ball und machte bereits im ersten Durchgang ein überragendes Spiel. Zur Halbzeit hatten die Spreefüchse mit 14:9 dann auch bereits eine solide Führung herausgespielt. Ansonsten hat alles gestimmt. Timing, Selbstbewusstsein, alles, was wir uns vorgenommen haben. Unsere Ziele haben wir umgesetzt, unsere Stärken eingebaut. In der zweiten Hälfte ging es dann eigentlich weiter wie gehabt. Die Spreefüchse waren offensiv erfolgreich und Chantal Pagel parierte hinten weiterhin Ball nach Ball. Am Ende des Spiels hatte sie eine Paradequote von 50% vorzuweisen. Ein unglaublicher Wert, wenn man bedenkt, dass sie jedes zweite Tor der Freiburgerinnen verhinderte. In der 41. Spielminute rundete sie ihre Leistung dann auch noch mit einem eigenen Treffer ab. Die Wahl zur Spielerin des Tages sollte heute einmal leicht fallen. Kurz vor Schluss gab es dann noch eine Premiere bei den Spreefüchsen. Elisabeth Eckert, Spielerin aus der Füchse A-Jugend, erzielte ihren ersten Bundesliga-Treffer. Das Endergebnis war mit 28:18 eine klare Sache. Für die Spreefüchse nach 4 Niederlagen in Folge ein wichtiger Sieg. Nächsten Samstag spielen wir gegen Solingen. Da nehmen wir uns natürlich das Selbstbewusstsein, was wir uns heute erarbeitet haben, nehmen wir mit und wollen die nächsten 2 Punkte beim Heimsieg erobern. Es geht also gleich weiter im Fuchsbau. Am nächsten Samstag gegen die Tabellenschlusslichter des HSV Solingen. Hier sollte dann zur nächsten Siegesserie in der Rückrunde angesetzt werden. Ja.